Hallöchen Jungs und Mädels und willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Mein Name ist Kate Beckett, wir spielen Door Kickers und heute werden wir einen Schlüsselzeugen eskortieren. Die Map sieht merkwürdig aus. Wir schauen mal, wir haben mindestens drei Terroristen, wir sollen einen VIP in die sichere Zone eskortieren und es könnten auch locker 13 Terroristen. Gegner, was auch immer werden. Ah, das Ganze spielt in den Vororten, das heißt Straßenkreuzung wahrscheinlich. Ja, Straßenkreuzung. Wir dürfen drei Leute nur mitnehmen. Ah, okay. Die steigen also hier aus diesem Auto aus, wurden scheinbar gestoppt. Ein bisschen eingekeilt hier von zwei Wagen. Und das hier ist wahrscheinlich der Zeuge. Und wir müssen nach da drüben. Puh, das wird einfach. Wir wollen wahrscheinlich so viel Deckung wie möglich haben. Das heißt, wir werden ganz hier außen herumgehen. Wir könnten vielleicht auch unten rumgehen, aber hier kommen wir einfach nicht so gut durch die Häuser durch. Und die Kreuzung hier ist auch offener als diese hier. Ja, und außerdem haben wir hier auf der Hausseite keinen Ausgang. Da müssten wir echt hier vorne rumlatschen. Wohingegen wir hier einfach durch diese kleine Hintergasse mit den Mülltonnen, einfach hinten um die Autos rum, hier in das Gebäude rein, durchs Gebäude durch. Hier haben wir zwar auch Fensterfront, aber hier drin gibt es Deckung, hoffe ich. Hier einmal durch, hier hinten wieder raus. Und dann hier über die Kreuzung, hoffentlich ohne allzu viel Kontakt hier im letzten Bereich, weil wir schon relativ viele Gegner ausgeschaltet haben. Und wen nehmen wir heute mit? Gute Frage. Anfänger. Naja, für die Mission würde ich ehrlich gesagt lieber richtig erfahrene Leute mitnehmen. Und das heißt, wir tauschen einfach Hazmat Puppy aus, nehmen dafür Hitman mit. Und wir werden die Leute ich glaube mit Sturmgewehren ausrüsten. Sturmgewehre, relativ schwere Panzerung, Flashbangs, die sind immer nützlich. Brauchen wir einen Pointman oder sowas? Für die Gebäude. Ich werde da gleich nochmal auf die Karte schauen, um das herauszufinden. Sache Berell nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe keine Ahnung, wie man den in Wirklichkeit ausspricht. So. Und dann Swiper, du bist da hinten, genau. Und dafür lassen wir erstmal Papi zu Hause. So. Das ist jenes. Okay, hier hinten haben wir zwei enge Räume. Hier haben wir nochmal einen engen Raum. Aber ich denke, Sturmgewehre sind hier auf die Distanzen schon ganz gut. So, alle richtig ausgerüstet, Ballpapp. Läuft. Thank you. Oh, okay, wir haben hier schon Gegner mit automatischen Waffen. Ach, wie unschön. So, wir ziehen uns hier vorsichtig zurück. Du deckst nach hier unten. So. Und du deckst in diese Richtung. Ah, warum haben die denn heute beide die gleiche Farbe? Okay, also die drei haben wir niedergestreckt, sehr schön. Jetzt ziehen wir hier so ein bisschen mehr in Deckung. Und er wird hier gleich mal hinten die Gasse sichern. Ah, und hier hinten läuft noch einer lang. Wenn man hier ein bisschen aus dem Schuss fällt. Who's there?
So, den haben wir erwischt. Und jetzt drücken wir hier weiter vor. So, den VIP nehmen wir mit. Bis hierhin. Und er wird hier ein bisschen unseren Rücken decken. Hier hat es irgendwie auf der rechten Seite gerade geklappert irgendwo. Ich habe leider nicht geguckt, wo die Tür aufgegangen ist. Oh wow. Da kam noch einer raus. Der war auch ziemlich gepanzert. Unsere Jungs sind unverletzt. Sind ja auch gut gepanzert. So, hier schauen wir mal kurz rein. Alles sauber, sehr schön. Dann mach ruhig Lärm hier beim Aufmachen. Wir decken ja. Vielleicht ein bisschen schlauer, dass wir die Tür hier drüben auch mit erwischen. Ja, vielleicht eher so, dann geht er noch ein bisschen zurück. Und er zieht sich hier bis ganz an die Ecke zurück. So, aufgemacht. Eingegangen. Kamera platziert. Und aufgerückt. Jetzt hier auf diese Seite kommen. Und er wird hier decken. Okay, hier sieht alles sauber aus. Sehr schön. Dann nehme ich hier einfach rein. Und einer wird hier in die Richtung decken. Ich glaube nicht, dass auf Toilette einer ist. Ich hoffe, dass da keiner ist. Ziehen wir hier in Deckung. Er sichert hier von der Tür aus. Das ist eine deutlich bessere Position, als er eben hatte. Okay, und hier können wir auch durch. Sehr schön. So, was machen wir mit ihm? Wir lassen ihn hier so ein bisschen nach vorne treten, damit die anderen hinter ihm durchkommen. Unseren VIP werden wir hier in der Ecke verstecken. Und er soll hier kurz mitsichern. So, die Gasse ist auch sauber. Aber wir können direkt durch die Tür durch. Sehr schön. So. Hier einmal sichern. Den VIP hier in die sichere Ecke stellen. Und dann rücken wir hier nach. Aber bis jetzt funktioniert das Ganze auch recht gut. Oh, und da wurde von hier rechts hinten das Feuer eröffnet. Und wir haben es nicht richtig gesehen. Da müssen wir gleich nochmal schauen, wenn er hier ist. Ja, genau. Hier, halt mal kurz an. Guck mal in die Richtung, wo der Typ kommt. So, und ihr pusht euch mal hier durch. Ah, hier kam einer. Oh, ich hoffe, die sind nicht hier. Ah, die Tür ist aber verschlossen. Aber wir schauen trotzdem mal vorsichtig rein. So, okay, da ist aber keiner. Sehr gut. So, und hier, der scheint gar nicht zu kommen irgendwie, ne? Na gut. Dann lassen wir ihn halt rumrücken. Und er wird hier mal ganz vorsichtig rausschauen, ob die Straße frei ist. Und die Straße ist nicht wirklich frei. Da ist zwei Typen mit automatischen Waffen. Die sind nicht super schwer gepanzert, aber schwer genug. Oh, das heißt, wir werden ihn zurückziehen müssen. Damit, ja, genau. Ach, scheiße, da haben sie ihn direkt erwischt. Das ist... Oh Gott.
Super unnötig. Super unnötig. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal ganz vorsichtig. Ah, er hat sich hier hinter dem Auto versteckt inzwischen. Ich komm schon, nimm ihn weg. Ja, okay, schön. Und der zweite ist irgendwo da unten. Wir haben genug Flashbangs. Wir werfen einfach einen hier raus. Bevor wir vorsichtig weiter um die Ecke gehen. So. Und dann schauen wir vorsichtig, vorsichtig. Okay. Aber nicht hier. Wir haben noch Flashes, kein Problem. Wir werfen einfach einen hier hin. Ah, da hinten ist er. Okay. Erwischen wir den? Ja, ich glaube, wir haben die bessere Position. Sehr schön, sehr schön. Okay, einen Mann haben wir verloren. Ich weiß gar nicht, wer unser dritter Mann war, den wir jetzt mitgenommen hatten. Aber ärgerlich, unnötig. Ne, da sind wir hier genau ins automatische Feuer reingelaufen. Da hinten ist noch einer. Den erwischen wir. Sehr gut. Schauen wir hier rüber. Okay, das Auto gibt also kompletten Sichtschutz. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Vielleicht gehen wir erstmal hier rum. So, dann lassen wir den VIP hier nachziehen in die Deckung. Und dann können wir nämlich auch ihn hinterherkommen lassen. Ungefähr so hinter dieses Auto, dass er hier die Seite mal aufklären kann vernünftig. Wie viele Leute haben wir down? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ah, und da ist nämlich noch einer von den Typen. Und die schießen vollautomatisch und das haut einfach richtig rein. So, nee, du bleibst mal eben hier. Und jetzt ziehen wir erstmal den VIP nach. Und ihn auch. Sehr schön. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich einen dritten Mann, um hier vernünftig vorgehen zu können. Na, vielleicht schaffen wir das auch so irgendwie. So, schau mal hier rein. Und du kommst inzwischen auf die andere Seite von dem Wagen. Und da ist nämlich noch einer. Ah. Und wir sind ja schon halb tot. Komm schon, nimm ihn weg, nimm ihn weg. Ja, okay. Oh Mann. So, wir nehmen uns hier die Zeit, mit der Kamera durchzuschauen. Wenn jetzt hier jemand von rechts kommt, ne, wir haben nur zwei Leute, wir können nicht alle Winkel sichern im Moment. Dann sind wir natürlich richtig im Arsch. So, er schaut hier auf die Straße raus, das sieht gut aus. Und dann ziehen wir hier einfach nach. Ungefähr so. Und den VIP, den... Ah, diese Tische hier bieten keine Deckung. Da müssen wir mal schauen, wo wir den am besten parken. Ich will ihn auch nicht so gerade in der Schusslinie. Ja, ich werde ihn hier, oder? Moment. Ja, das Ding hier gibt Deckung. Da lassen wir ihn gleich hinlaufen. Wir geben ihm einen kleinen Vorsprung. So, und auf geht's. So, und er kann sich hier seitlich noch ein bisschen verschieben, um ein bisschen günstigeren Blickwinkel zu haben. Aber es sieht relativ ruhig aus gerade. Das ist sehr gut, das freut mich. Ich finde es ganz cool, wie die Türen hier zersplittern, wenn die Jungs da einfach gegentreten. Herrlich. So. Ja, vorsichtig natürlich.
ein bisschen vor. Den VIP ziehen wir hier in die Gasse. Und er wird auch einfach hier mitkommen. So. Da müssen wir nur noch hier über diese Straße, von der wir ja wissen, dass sie relativ gut geräumt ist. Da haben wir es schon geschafft. So, und wir lassen ihn einfach mal vorgehen. Okay, da hinten ist noch einer, der schießt. So, und da ziehen wir einfach, ne, wir... Du noch nicht sofort. Wir ziehen ihn einfach hier rein, lassen ihn die Straße abdecken und dann ziehen wir den VIP gleich einfach hinterher. Ah, ja, von hier unten wird geschossen. Und wir kriegen es gerade nicht mit. So, das heißt, du drehst dich mal hier bitte um. Ist jetzt natürlich auch verletzt. Und wir lassen dich hier mal hinter diesem Wagen in Deckung gehen. So, und jetzt versuchen wir einfach den VIP möglichst schnell rüber zu bewegen. Während die Leute sich hier hoffentlich nicht wirklich raustrauen. Ja, scheint zu funktionieren. Thank you. VIP is now secure. Good job. We're done here. Das war ziemlich schwierig gerade. Beziehungsweise nicht schwierig, aber hart. Also die Gegner, die waren echt knackig gerade. So, Karma. Ach, Karma hat's erwischt. Schade, der war echt auch schon richtig lange dabei. Und unsere anderen beiden besten Typen sind einfach verletzt für die letzte Mission raus. Das heißt, wir haben 5 Leute weniger für die letzte Mission. Genau, 5 Leute. Das heißt, wir müssen die mit 5 Leuten machen. Und das kann echt haarig werden. Wir sollen nämlich den Kingpin stoppen. Aber irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädchen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.